Darüber müssen wir jetzt reden. Einmal hier mit dem Präsidenten, dem Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes. Herzlich willkommen, Frank-Ulrich Montgomery, Dr. Montgomery. Und zugeschaltet aus Washington ist der wahrscheinlich bekannteste Immunologe weltweit. Er ist der Berater der US-Präsidenten, im Moment des Präsidenten Biden. Herzlich willkommen, Dr. Anthony Fauci. Good to be with you. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein kann. Dr. Fauci, das deutsche Publikum kennt Sie als den Mann, der über viele, viele Monate hinter manchmal skurrilen Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump gute Miene machte. Wie schwierig war diese Arbeit für Sie? Das war nicht so einfach, weil, wie Sie wissen, waren ja viele der Dinge, die da gesagt wurden, wirklich einfach nicht stimmten. Also ich war da in der unglücklichen Lage, ihn korrigieren zu müssen, den Präsidenten der USA. Und das mache ich nicht so gerne. Aber es war wirklich notwendig, weil bestimmte Dinge, die gesagt wurden, über die Effizienz bestimmter Medikamente, die überhaupt nicht wirkten, oder was über die Vorhersagen der Entwicklung der Pandemie gesagt wurden, wo es sehr rosig dargestellt wurde, verglichen zur Realität. Also das war eine schwierige Zeit. Und ich muss da wirklich ehrlich sein, es war schwierig. Wir reden gleich über Entwicklungen. Lassen Sie mich einmal über das reden, was in Deutschland gesagt wird vom Bundesgesundheitsminister. Herr Montgomery, die Killer-Variante, die Karl Lauterbach in den Mund genommen hat. Muss das sein, damit wir alle wieder aufwachen, oder geht es auch ein bisschen kleiner? Es würde mit Sicherheit ein bisschen kleiner gehen. Trotzdem dürfen wir eins nicht vergessen. Wir müssen als Ärzte Vorsorge betreiben. Und es gibt in der Tat die theoretische Möglichkeit, das ist ein Konjunktiv, theoretische Möglichkeit, dass wir ein Virus bekommen, das den Immun-Escape hat. Mhm. Sozusagen nicht von der Impfung abgedeckt zu sein, das gleichzeitig die Ansteckungsfähigkeit von Omikron hat und die Gefährlichkeit von Delta. Das wäre eine Art Worst Case. Mhm. Und wenn wir das haben, dann fallen wir wieder in die alten Prinzipien von Lockdown und Ähnlichem zurück. Und das wollen wir vermeiden. Da muss man darauf hinweisen, ob der Begriff Killer-Variante jetzt klug war. Das muss die Bevölkerung entscheiden. Das wird auch mal der Wähler entscheiden irgendwann. Herr Dr. Fauci, kaum jemand weiß mehr über dieses Virus wie Sie. Können Sie uns Ihre Sicht darauf geben? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, auch die Gefahr, dass im Herbst eine solche Killer-Variante auf uns zukommen könnte? Ich glaube nicht, dass wir da Vorhersagen wagen können. Wir hatten jetzt verschiedene Subvarianten des Omikron-Typus. Omikron hat Delta verdrängt. Delta war eine viel schwerere Krankheit mit schweren Symptomen und hat die anderen Varianten, die vorher da waren, ausgeschaltet. Omikron war viel ansteckender als Delta, aber letzten Endes scheint es nicht so schwere Verläufe zu provozieren. Dafür gibt es zwei Gründe. Es könnte einfach als Virus weniger schwer sein und es könnte aber auch sein, dass schon ein großer Teil der Weltbevölkerung entweder infiziert oder geimpft war, als Omikron auftrat, sodass es genug Immunisierung schon gab gegenüber dieser Variante, obwohl das anders war als Delta. Es gab genug Immunisierung, sodass die Hospitalisierungsrate trotz einer steigenden Zahl von Fällen nicht gestiegen ist. Also proportional zur Zahl der Fälle gesehen, war die Hospitalisierungsrate nicht so hoch wie bei Delta. Was im Herbst passieren wird und im Winter, das ist absolut unvorhersehbar. Ich glaube nicht, dass wir allzu sehr alarmiert sein sollten. Wir sollten es nicht für unvermeidlich halten, dass es eine schlimme Variante geben wird. Es kann genauso gut sein, dass es eine Variante gibt, die vielleicht ansteckender ist, aber nicht schwerwiegender. Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ist, dass jede neue Variante, wir hatten ja Omikron BA1, dann die den BA2-Typ, dann BA2.1.12 und jetzt ist in Südafrika BA4, BA5 aufgetaucht und jede dieser Varianten
war etwas ansteckender als die vorherige, aber keine davon hat schwerere Symptome hervorgerufen. Also wenn es einen Trend gibt, den man ablesen kann, dann geht der Trend eher dahin, dass die neuen Virustypen ansteckender sind, aber weniger schwer. Wir sollten aber auch nicht zu optimistisch sein, dass in Zukunft das ausgeschlossen ist. Es ist sogar möglich und denkbar, dass es Varianten geben wird, die nicht nur ansteckender sind, sondern auch schlimmere Symptome hervorrufen können. Aber Dr. Montgomery hat es ja erwähnt, es ist wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind. Und um darauf vorbereitet zu sein, müssen wir so viele Menschen wie irgend möglich, so schnell wie möglich impfen. Und um durch Modellierung vorherzusagen, wann die nächste Variante auftauchen wird, und darauf die Impfstoffe anzupassen, damit die auch wirken an die Varianten. Das ist etwas, worauf wir uns vorbereiten müssen. Das können wir tun. Wir sind nicht hilflos. Wir können ziemlich viel tun, um vorbereitet zu sein und uns zu helfen, wenn die nächste Variante auftritt. Jetzt haben Sie viele Fragen tatsächlich sofort beantwortet. Im Moment gerade hat die Politik all das, was Sie gesagt haben, insofern schon mit einbezogen, dass sie in den allermeisten Ländern der Welt, jedenfalls in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa, Maßnahmen zurückgenommen hat. Also wir haben gelockert. Wir haben eine Maskenpflicht, die zum Teil eben Privatsache ist und nicht mehr verpflichtend. Wie stehen Sie dazu? Tragen Sie persönlich noch viel Maske? Well, each individual person has to take their own jeder Einzelne muss sein eigenes Risiko einschätzen und sehen, was er riskieren will. Ich als älterer Mensch bin viel gefährdeter für schwere Symptome, wenn ich infiziert werde, als jemand, der 35 ist. Also ich trage nicht immer eine Maske, aber wenn ich in Innenräumen bin, wo Menschen um mich herum sind und ich weiß nicht, wie stark sie durchimpft sind und ob sie getestet wurden, dann würde ich immer eine Maske tragen. Aber bei Umständen, wo ich weiß, dass die Menschen geimpft sind oder dass die Menschen vor dem Betreten eines Raums ein negatives Testergebnis vorlegen mussten, dann würde ich nicht unbedingt eine Maske tragen müssen. Also das hängt wirklich von der eigenen Risikobereitschaft ab. Und zweitens, es hängt auch davon ab, unter welchen Umständen dort getagt wird oder die Leute zusammenkommen. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich beschlossen, vor ein paar Tagen ein sehr wichtiges Korrespondententreffen im Weißen Haus nicht zu besuchen und daran teilzunehmen, weil da über 600 Leute zusammenkamen in einem Hotel in Washington. Und ich habe die persönliche Entscheidung getroffen, dass ich nicht bereit war, dieses Risiko einzugehen. Aber es gibt Situationen, wo ich da hingehen würde und teilnehmen würde, wo ich auch ohne Maske hingehen würde. Das hängt wirklich von den Umständen ab. Weil Sie gerade Ihr Alter angesprochen haben, mit Verlaub, das ist etwas, was in Deutschland auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie sind 81 Jahre alt und eben noch voll im Dienst. Kann es sein, dass Sie sich vorgenommen haben, so lange im Dienst zu bleiben, bis Corona vorbei ist? Und wann wird das sein? Ich hoffe, dass wir zu einer Normalisierung kommen, in dem Sinne, dass Covid auf so niedrigem Niveau weitergeht, dass es keine globale Krise mehr ist. Ich werde sicherlich nicht in der Mitte der Krise meine Arbeit aufgeben. Aber ich glaube, dass wir über den Höhepunkt hinweg sind und hoffentlich jetzt in eine Situation kommen, wo wir die Sache stärker unter Kontrolle haben. Ich glaube, wir werden immer wieder so Ausschläge nach oben sehen und dann wird es wieder etwas schwächer. Aber es würde mich überraschen, wenn es noch mal zu einem explosiven Pandemie kommen würde, wie wir es vor einem Jahr erlebt haben. Die Bilder, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, zeigen ein ganz anderes Lagebild. Und das spielt sich gerade in China ab. Wir sehen Shanghai, eine Millionenstadt, die seit März in einem absolut strengen Lockdown ist. Die Straßen sind deshalb leer, weil die Menschen schlicht und ergreifend in ihren Häusern festgehalten werden zum Teil. 25 Menschen sind betroffen. Es gibt diese Null-Covid-Strategie und ein Ende dieses Lockdowns ist noch überhaupt nicht in Sicht. Wie sehen Sie das? Diese Null-Covid-Strategie, die China noch
so hart durchsetzt, ist die überhaupt im Moment noch angemessen? Well, you know, locking down, wissen Sie, so ein Lockdown und nichts, so ein Lockdown zu verhängen und nichts anderes zu machen, ist überhaupt nicht sinnvoll. Wenn man einen temporären Lockdown verhängt, muss man diese Zeit dann natürlich nutzen, um die Bevölkerung zu impfen und zu boostern mit Auffrischungsimpfungen. Und das Problem, was wir in China sehen, ist ja, dass die einfach einen Lockdown verhängen, aber keine guten Impfstoffe zur Verfügung haben, verglichen mit den Impfstoffen, die in der EU oder in den USA verfügbar sind. Also, die haben Impfstoffe, die sind okay, aber nicht sehr gut. Und zweitens, aus sehr unglücklichen Gründen ist es doch so, dass gerade die Verletzlichsten, die älteren Menschen in China, eine sehr geringe Impfquote haben. Wenn man also einen Lockdown in diesem Umfang verhängt, dann muss man doch sicherstellen, dass man die Zeit nutzt, um die Bevölkerung darauf vorzubereiten, die Verbreitung der Infektion zu verhindern. Aber wenn man einfach nur einen Lockdown verhängt und sonst nichts macht, dann ist das eine Strategie, die überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß, Sie mögen keine Prognosen, aber dennoch, weil wir alle diese Bilder auch noch kennen von unseren Städten, nicht in diesem Ausmaß, aber schon auch sehr drastisch. Glauben Sie, in diese Situation werden wir in den Vereinigten Staaten in Europa noch einmal kommen? I doubt that. Ich bezweifle das. Ich glaube, ich weiß, dass in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, im Vereinigten Königreich und in den USA eine Impfquote erreicht wurde, die anders aussieht als noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr waren nur sehr wenige Menschen geimpft. Heute, wenn Sie sich die Prävalenz in den USA anschauen, dann ist die überwältigende Mehrheit der Menschen entweder genesen oder geimpft und geboostert. Das bedeutet, dass wir ein relativ hohes Niveau eines Hintergrundschutzes in der Bevölkerung haben. Und ich wäre sehr überrascht, wenn irgendetwas nun geschehen würde, was einen neuen, strengen Lockdown erfordern würde in den USA oder in den europäischen Ländern. Es ist immer möglich, aber ich bezweifle, dass wir eine solche Situation noch einmal erleben werden. Okay. Für wie wahrscheinlich, das ist eine letzte Frage, Sie müssen sie nicht beantworten, aber ich finde es trotzdem interessant, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie wieder einen Präsidenten Trump beraten müssen? I don't think so. Ich glaube nicht, dass das sehr wahrscheinlich ist. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen machen. Ich bin jetzt ja Berater von Präsident Biden und ich glaube, er leistet da eine gute Arbeit und führt das Land durch die Covid-Krise. Also ich schaue nicht so weit voraus. Schauen wir uns erstmal an, was wir in der Gegenwart zu tun haben und darüber Sorgen machen. Vielen Dank nach Washington. Vielen Dank, Dr. Fauci. Dankeschön. Er hat es ja gerade gesagt, die Pandemie ist nicht vorbei. Sie ist nur etwas, hat etwas nachgelassen. Wie schauen Sie auf den deutschen Sommer? Auf den Sommer schaue ich. Auf die nächsten Wochen. Auf den Sommer schaue ich sehr positiv, weil ich glaube, wir haben erstens eine relativ hohe Impfrate, wenn wir auch bei Problemgruppen, den alten Menschen, vielleicht noch zu wenig sind. Aber jetzt kommt das Klima hinzu, jetzt kommt die frische Luft, wir sind mehr draußen. Der Sommer ist nicht unser Problem. Wir müssen uns vorbereiten auf den Herbst. Und wir müssen die Immunität der Bevölkerung weiter hochhalten. Ganz kurze Zahl, in der ersten Welle haben wir bei einer Inzidenz von maximal 170 tägliche Todesraten um 1000 gehabt. Jetzt in der dritten Welle oder vierten Welle, wie immer man zählt, haben wir bei einer Inzidenz von 1700 nur Todesraten von 300 ungefähr gehabt. Das heißt, wir können heute sehr viel mehr ab. Die Lockerung kam zu einem Zeitpunkt, wo die Inzidenzen noch sehr hoch waren. Sie haben es zum Teil kritisiert. Wenn Sie jetzt sehen, dass die Krankenhäuser so dastehen, wie sie es tun, relativ entlastet, war es doch ein richtiger Schritt, den die Politik da gegangen ist?
Ja, aber wie immer muss man, wir haben jetzt das berühmte Wort Teamvorsicht und Teamöffnung, ja, man muss auch immer ein bisschen vorausdenken und man muss sagen, vielleicht weil wir auch immer gewarnt haben, weil wir den Menschen, wie Herr Fauci gesagt haben, tragt da, wo ihr euch gefährdet fühlt, Masken. Mhm. Aber vielleicht haben wir es deswegen erreicht, dieses Freedom Day-Gesäusel, was wir da gehört haben, wo den Leuten suggeriert worden ist, ich weiß nicht was, das war damals im November oder Oktober letzten Jahres, Schluss mit der Pandemie, ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist gefährlich. Und deswegen werden wir immer ein paar Leute haben, die sind ein bisschen zurückhaltender und die sagen, passt auf. Und andere Leute sagen, juhu, nun geht's wieder los. Ich bin mehr bei dem Team Vorsicht, weil ich glaube, wir haben als Ärzte eine Verantwortung gegenüber unseren Patienten, aber auch gegenüber der Bevölkerung. Und wir müssen sie warnen vor einer Erkrankung, die wir verhindern können. Ja, Team Vorsicht sind Sie, hat es Sie erwischt jetzt schon? Mich hat's erwischt, ja. Ich bin dreimal geimpft und kam, Fauci hat ja eben von diesem wunderbaren Correspondence Dinner in Washington geredet. Ich kam in eine Sitzung in Brüssel, der ersten wieder, als in Brüssel mit der Kommission, schöne Sitzung. Ich kam in einen Raum und wusste, auweia, jetzt hat's dich erwischt oder wird's dich erwischen. Aber haben Sie Maske getragen oder wie? Ich habe Maske getragen, aber Sie müssen natürlich, wenn Sie was essen, wenn Sie was trinken, nehmen Sie die Maske mal ab. Mhm. Und dann gibt's auch die Kaffeepause und so weiter. Und auf jeden Fall, mir war klar, das kann nicht gut gehen. Und es hat mich auch erwischt. Aber übrigens, nach dreimaliger Impfung habe ich eine wirklich unangenehme Erkältung gehabt und eine Woche lang hinterher war ich krank. Aber das war's. Wäre es angemessen gewesen, dass Sie in Quarantäne gehen? Weil das ist gerade jetzt wieder... Ja, oder in häuslicher Isolation. Ich sage aber, jetzt ist wieder die große Diskussion. Sie wissen, Karl Lauterbach hat schon mal verkündet, die Quarantäne wird aufgehoben. Dann hat er das kassiert. Jetzt gilt Quarantäne 5 Tage. Jetzt gibt es wieder die Forderung von der FDP von, ich glaube, heute, die sagen, Menschen, die keine Symptome haben, brauchen nicht in Quarantäne. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, wir müssen mal häusliche Isolation unterscheiden. Das sind die, die zwar keine Symptome oder vielleicht auch Symptome und einen positiven Test haben. Die sollten wir von anderen Menschen fernhalten, die sie anstecken können, die es noch nicht gehabt haben. Ob wir aber alle, die in der Nähe von jemandem mal waren, bei denen die Corona-App plötzlich rot geworden ist, die sollten wir wirklich für 5 Tage, das ist jetzt schon wirklich die Minimalzeit, und die ist auch nur Omikron geschuldet. Kriegen wir wieder einen anderen Virustyp mit einem schwereren Verlauf, wird man auch wieder darüber reden müssen, ob man diese häusliche Isolationszeit verlängern muss. Mhm. Aber im Moment glaube ich, dass bei Omikron und solange wir es vor allem mit dem Subtyp BA2 zu tun haben, ist es zulässig, das auf 5 Tage zu verkürzen. Persönlich hätte ich mir noch gewünscht, dass das Freitesten am Ende nicht in das Ermessen der Menschen gestellt wird, sondern vorgeschrieben wird, dass man also wirklich einen Test machen muss hinterher, dass man auch kein Virus mehr hat. Dann ist aber dann auch wirklich gut. Wir gucken immer noch auf diese Zahlen. Welche Relevanz haben die noch, wenn wir doch wissen, dass viele Menschen eben keine Tests mehr machen, dass aber auch viele Bundesländer, viele Gesundheitsämter gar nicht mehr melden? Macht es dann überhaupt noch Sinn, die Infektionszahlen zu vermelden? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich sage jetzt natürlich, ich will diese Zahlen weiter haben. Aber auf der anderen Seite sind sie sehr relativ zu sehen. Wir haben in Deutschland eine unterirdische Digitalisierung. Ich meine, Sascha Lobo wird dazu sicherlich was sagen. Eine unterirdische Digitalisierung im Gesundheitswesen. Diese Meldeziffern und Meldezahlen, die zwischen den Ländern und dem Bund andauernd hin und her gehen, die sind so unzuverlässig wie nur irgendwas. Ja. Aber manchmal ist auch eine unzuverlässige Zahl als Trendindikator vielleicht besser als gar keine. Na gut, weiß man nicht. Es gibt diese Entscheidungen, dass... Nee, weiß man nicht, aber das heißt ja auch, dass man es mal versuchen kann, weil es hat uns ja wahnsinnig geholfen. Diese Zahlen haben uns ja, wir sind ja in Deutschland nach wie vor als Land, was mit am besten von den großen Industriestaaten durch diese ganze Pandemie gekommen ist. Ja, aber es gibt ja auch in der Politik immer Dinge, die man hinterfragen kann. Also jetzt zum Beispiel, wissend, dass Sie sagen, im Herbst wird es wahrscheinlich eine neue Welle geben? Ich schließe sie nicht aus, also auch wie Herr Fauci gesagt hat. Ich hoffe, dass sie nicht kommt. Ich hoffe, dass wir dann einen so hohen Immunitätslevel haben, dass wir sie vielleicht gar nicht merken. Und wenn man dann das Oktoberfest jetzt schon wieder ansagt, das ist ja etwas, was im Herbst stattfindet, wie der Name schon sagt, zwar nicht im Oktober, aber meistens im September, finden Sie das Team Vorsicht? Also die tun sich jetzt was einem Hamburger was ganz Gemeines, sich über das Oktoberfest in München äußern zu müssen. Es gibt auch Hamburg auf dem Oktoberfest. Ja. Kann Ihnen ich habe auch eine Lederhose. Ja. Nein, das haben Sie ich nicht. Weiß nicht, das ist zu früh. Das haben Sie es nicht, ist oder? Zu früh, ich habe Sie nicht mit. Es ist zu früh, Frau Maischberger, das jetzt zu sagen. Aber persönlich wäre ich noch für ein bisschen mehr Vorsicht. Wenn wir aber, wie gesagt, diese Killer-Varianten-Idee von Lauterbach nicht kriegen, dann war es völlig in Ordnung. Wenn wir sie kriegen, können wir es immer noch absagen.
Ich habe gerade mit Dr. Fauci über China gesprochen. Ich möchte es gerne auch mit Ihnen tun, weil diese Bilder uns einfach so verstören. Wenn man sich das nochmal anguckt, was da passiert auf einem Maßstab, der wirklich Millionen von Menschen betrifft, da werden zum Teil die Wohnblöcke abgeriegelt über Nacht. Es gibt da natürlich auch Menschen, die sich dagegen wehren, die protestieren. Es gab Schwierigkeiten, Essen zu bekommen, und sie protestieren so, dass es nicht mehr überhörbar ist. Die Null-Covid-Strategie. Kann man sagen, das ist eine falsche Strategie von Anfang an eigentlich gewesen und wer jetzt noch dran festhält? Ja, das hat ja Fauci auch ganz klar gesagt. Ich habe übrigens Verwandte in Shanghai, die da momentan eben in dem Lockdown drin sitzen und die wirklich furchtbare Sachen schickten uns als Botschaften. Nein, die Null-Covid-Strategie ist gescheitert, wenn man nicht gleichzeitig all das macht, was Fauci gesagt hat. Wenn Sie das erste Mal ein solches pandemisches Ereignis haben, dann können Sie einen Lockdown machen und müssen die Zeit nutzen, um zu impfen und auch physikalische Maßnahmen einzusetzen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Aber immer wieder Lockdown, das geht nicht. Mhm. Impfen, das sollte eigentlich, Sie waren ja der Schöpfer des Wortes, die Tyrannei der Ungeimpften, das sollte ja eigentlich die Strategie des damaligen noch Beraters Karl Lauterbach sein. Jetzt ist er Gesundheitsminister, es gibt keine Impfpflicht, es gibt auch keine Debatte mehr darüber und wir werden es im Herbst nicht haben. Haben Sie eigentlich von diesem Gesundheitsminister mehr erwartet? Also ich habe mehr erwartet, weil ich weiß, so gut kenne ich ihn, dass er eigentlich kluge und gute Ideen hat. Aber wir sind in einer Dreierkoalition und da ist es manchmal extrem schwer, sich durchzusetzen. Und ich glaube, das hat Karl Lauterbach ein bisschen unterschätzt. Mhm. Also Sie machen die anderen dafür verantwortlich? Dass ich mache niemanden verantwortlich, ist mir die ganze Regierung. Also das muss man nur wirklich sagen, das sind Gemeinschaftsentscheidungen. Aber ich glaube, dass Karl Lauterbach mehr könnte, als ihn manche Leute mit ihren Freiheitsgedanken momentan lassen. Dann frage ich ihn doch nächste Woche. Da ist er nämlich zu Gast am Dienstag und bedanke mich heute ganz herzlich bei Ihnen. Herzlichen Dank, Frank Ulrich Montgomery, dass Sie heute hier waren.